So, ich habe nochmal Ursprungszauber gemacht, weil wir da schon wieder festgefahren haben und habe mir den Raum nochmal kurz angeguckt und habe eine Lösung gefunden. Wir schieben den ersten Block hier ganz weit nach rechts, schieben den dann hier hin und jetzt kommt er nämlich den nach da und den da unten und jetzt gehen wir hier außen rum. Schießen den Pfeil ab und tada, weiter sind wir. Da geht jetzt die Brücke auf der Außenseite, ist der runtergefahren. Nee, komm, wir wollen die schon oben lassen. Ja, runter, meine ich. So, gut, die Brücke ist fertig. Hier können wir das wieder machen. Brücke ist heruntergefahren und wir können weiter. Oh, gehen wir erstmal durch die Tür. Mal gucken, was es da noch gibt. Ah, hier sind wir wieder in der Aufzugshalle. Also doch Treppe hoch. Und ein weiteres Rätsel. Gibt's hier nicht wieder jetzt irgendwo so einen schlauen Spruch, wo wieder draufsteht, wie das geht? Ne, hier unten die Tür. Gehen wir hier erstmal hin. Einmal schön auffrischen. Hier kommen wir nicht weiter. Gibt es bestimmt gleich wieder irgendeine... Oder kommen wir da... Ne, kommen wir nicht weiter, ne? Ne, hier auch nicht. Kommt bestimmt gleich wieder irgendwo eine Treppe runter oder sowas. Also doch hier. Wie funktioniert das Ganze? Vielleicht... Wenn wir das so machen und... Ah, es tut mir leid, Leute. Mit den Rätseln bin ich im Moment auf Kriegsfuß hier. Das ist irgendwie nicht so... Nicht so mein Gebiet im Moment, die Rätsel. Also wenn wir den Topf da drauf stellen, werden alle schwarz. Wenn wir jetzt wieder auf so ein Feld gehen, werden sie alle wieder weiß. Ah, jetzt nehmen wir den Gegner doch mit. Also, wenn wir den Topf da drauf stellen, werden sie alle schwarz. Sonst werden sie alle weiß. Das Rätsel ist mit Sicherheit wieder super einfach. Nur ich kann das wieder nicht. Ah, jetzt wollen wir hier mal eben in Ruhe den Kampf machen. Also probieren wir es nochmal. Wir stellen ihn nochmal da drauf. Wir gehen jetzt mal hier den Weg entlang. Und nichts. Ach, Moment, vielleicht muss man den Topf auf die Tür stellen, in die man gehen will. Ach, naja, schon wieder so ein dämlicher Aufzugsraum. Habe ich das Rätsel doch gelöst? Ich glaub's ja gar nicht. Hä? Wieso ging das jetzt nicht? Nochmal. Ach so, ich glaube, ich bin eben vom Weg abgekommen. Vielleicht war das der Grund. Was haben wir hier? Ein paar von den dämlichen Dingern hier. Die nicht weggehen wollen. Super. Nein, nicht in die... da wollte ich ja gar nicht rein. Was ist mit dem hier? Das können wir nicht verschieben. Egal, gehen wir runter. Oh, oh, oh. Eine Schatztruhe und ein schlauer Spruch... Haken gefunden. Wir haben den Enterhaken. Wenn ihr vor einem Abgrund steht, nehmt doch den Haken, damit es weitergeht. Wird ein Monster vom Haken getroffen, bewegt es sich nicht mehr. Der Weg ist offen. Sehr schön. Weil damit können wir die Monster paralysieren. Obwohl können wir mit dem Pfeil auch, fällt mir gerade ein. Hab ich vergessen, so können wir das vielleicht einfacher machen demnächst mit den Monstern. Hier im Ringmenü haben wir jetzt drei Sachen. Pfeile, Bomben, Haken. Wenden wir doch den Haken direkt mal an. Wunderbar.
Und jetzt komme auch an der Stelle, an zwei Stellen, wo wir kommen. Ja, bringt jetzt gar nichts, wir müssen das Monster doch mitnehmen. Egal, währenddessen werden wir den Kampf hier machen, erzähle ich euch dann, was mir gerade eingefallen ist. Wir haben in der ganz ersten Höhle, in der Höhle meine ich, wo der Fisch war, gab es einen Raum, wo wir auch einen Haken brauchten, wo wir nicht weitergekommen sind. Hinter diesem Raum befindet sich eine Tür und da ist ein weiterer Raum und da ist eine Schatztruhe drin und in dieser Schatztruhe ist ein Drachenei. Das mit den Dracheneiern habe ich, meine ich, auch in einem früheren Video schon mal gesagt. Werden wir auch auf jeden Fall machen. Die 8 Stück dann sammeln und dann diesen Monsterdrachen da besiegen. Und an noch einer weiteren Stelle, da wo wir Boris und Bertie gefolgt sind und gesucht haben, da musste man auch einen Haken anwenden für eine Schatztruhe. Da ist aber, meine ich, kein Drachenei drin, sondern irgendwas anderes. Ob wir das machen, weiß ich nicht, aber das mit dem Drachenei werden wir auf jeden Fall machen. Weil das habe ich, meine ich, auch erst einmal oder wenn überhaupt mit den Dracheneiern geschafft. Das will ich aber für euch machen auf jeden Fall, das will ich euch zeigen. So, der Kampf ist vorbei. Wir können weiter. Das Monster werden wir jetzt ganz geschickt paralysieren und gehen vorbei. Hätten wir gar nicht gebraucht und Überraschungsangriff, das gibt's doch gar nicht. Egal. Kämpfen halt nochmal ein bisschen. Selan frischt sich nochmal ein bisschen auf. Und weiter geht's. Awok könnte man demnächst auch mal wieder füttern. Machen wir auch irgendwann. Wenn wir hier aus dem Tempel raus sind und ich jetzt nicht vergesse, mach mal den Awok auch nochmal satt da, damit er sich mal ein Level weiterentwickelt. Und wir sind Level aufgestiegen. Mit wem eigentlich? Mit Selan. Die anderen brauchen mittlerweile so viele Erfahrungspunkte, bis sie in Level aufsteigen, dass sie nicht mehr so schnell aufsteigen. Was ist das für ein Raum hier? Gegner paralysieren. Gehen wir einfach mal links rum. Eine Holzkiste. Aha. Sehr schön. Ja. Schon wieder eines dieser Rätsel. Also, wenn die Kiste weg ist, können wir da unten... Also, mach mal doch mal dasselbe, wie wir es eben in dem Tempel mit den Clowns gemacht haben. Wir legen eine Bombe, hauen ab. Die Kiste wird weggesprengt, der Schalter wird umgelegt und wir können hier durch. Mal wieder den Haken. Ah, jetzt können wir auch hier durch. Braucht man nicht unbedingt. Ah, wenn wir schon mal da unten aufgemacht haben, gehen wir auch da unten. Speicherblock. Moment. Hier wollen wir speichern. Sehr schön. Und da geht eine Treppe nach oben. So, ich speichere nochmal und mache dann hier auch einen Cut. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Lufia 2. Bis dann, euer TT Gamer.